Hallo Dr. Michael Raumann, danke, dass du uns wieder zum Interview zur Verfügung stehst. Hallo Michael Oehlmann, wie geht es dir? Danke, alles bestens. Michael, wir haben vor kurzem ein Interview zum Thema Bitcoin geführt, wir zwei, und haben gesagt, dass wir uns wieder zusammen telefonieren, wenn Bitcoin entweder um 50% gefallen oder gestiegen ist. Und man kann quasi sagen, beides ist passiert. Kurz nach unserem Interview rauschte Bitcoin 25% in die Tiefe. Jetzt aber wieder Rekordkurs 60.000 Dollar. Und das heißt, wir müssen unser Versprechen wahrmachen. Oder du, vielen Dank, dass du zum Gespräch zur Verfügung stehst. Ja, deutlich schneller als erwartet. Hätte ich nicht Ja. gedacht. Pass auf, da würde ich gerne mit dir drüber reden, aber ich würde die Gelegenheit gerne am Schopfe packen, noch das eine oder andere Thema mit dir als unserem Bitcoin und Blockchain Insider zu besprechen. Das eine ist vielleicht nochmal ein Blick auf das Thema der sogenannten Altcoins, also nicht die alten Coins, sondern die alternativen Coins. Und Ja. das andere ist auch ein Thema eigentlich digitaler Assets, nämlich ja, Blockchain-basierter Kunst. Da kannst du uns was zu sagen. Das geht ja auch im Moment schwer durch die Presse. Und was da los ist, wollen wir von dir erfahren. Aber zunächst nochmal zum Bitcoin-Kurs. Also wie gesagt, es ging ordentlich runter und dann ordentlich wieder rauf. Und das ist die ja bekannte Volatilität von Bitcoin. Und ich meine, Bitcoin hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von fast einer Billion europäischer Billion Dollar und trotzdem diese Schwankungen. Kann man das zum Beispiel anhand dieser letzten starken Bewegung irgendwie identifizieren, woran denn das gelegen hat? Also zum Ersten gab es diese starken Schwankungen ja schon immer. Ich weiß noch, damals hatte ich Bitcoin bei 7 Cent gekauft, bei 70 Cent verkauft, bei 7 Dollar habe ich mich geärgert. Da hat man mich gefragt, macht es Sinn, jetzt noch einzusteigen? Und auch jetzt haben wir das gleiche ja schon wieder. Also diese Kursschwankung, dieses Auf und Ab, das wiederholt sich immer wieder. Die Ausschläge werden stärker. Wir haben gesehen, der reichste Mann der Welt hat stark investiert. Elon Musk hat es erst getwittert damals und dann haben wir auch gesehen, was passiert ist danach, als Tesla dann wirklich hineingegangen ist. Auch Twitter, der Eigentümer von Twitter, hat seinen ersten Tweet mittlerweile digitalisiert und schwer verkauft. Twitter und einige andere Unternehmen aus Silicon Valley oder aus Skandinavien investieren in Kryptowährungen, ja. Und nochmal dieses Rauf und Runter, was sind da die ausschlaggebenden Faktoren? Weiß man das oder was wird da in der Szene kolportiert? Es sind vielleicht Gewinnmitnahmen, es sind vielleicht Äußerungen von Warren Buffett oder von Bill Gates, die dann Kleinanleger wieder dazu bringen, rauszugehen. Und dann gibt es FOMO, Fear of Missing Out, die Angst davor, den Aufzug nach oben zu verpassen. Und dann springen sie wieder rein. So genau wird es keiner sagen können. Es gibt viele Ideen dazu. Wie geht denn jetzt jemand wie du damit um? Du hast uns beim letzten Interview, also du bist ja einer der ja, wenigen Menschen, die über besonders erkleckliche Bitcoin-Bestände verfügen, sogenannte Wale. Du hast uns letztes Mal gesagt, das, was man verkraften kann, reintun und dann nicht mehr hingucken. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie fühlt sich denn jemand wie du, wenn da 25% plötzlich der Kurs nach unten geht? Da reden wir ja über mehrstellige Millionenbeträge. Bleibst du locker? Also ich habe so viel Liquidität auf Seite, dass ich nicht darauf angewiesen bin, auf die Bitcoin zuzugreifen. Und es gibt mittlerweile ja auch Anbieter wie Binance, wo du dein Bitcoin-Guthaben direkt mit einer Kreditkarte belasten kannst. Das mache ich zum Beispiel, das habe ich anfangs mal gemacht, das mache ich gar nicht. Ich lasse meine Bitcoins schön liegen und ich sitze solche Kursschwankungen sitze ich einfach aus. Das heißt, ich sitze sie aus. Also für mich ist das Schlimmste, was ich machen kann, an meine Bitcoin heranzugehen. Also vorher verkaufe ich lieber Haus und Hof, würde ich mal so sagen, weil ich davon ausgehe, dass sie noch massiv weiter steigen werden. Ja, das ist auch eine entspannte Situation, wenn du bei 7 Dollar eingestiegen bist, wenn die jetzt bei 60 sind. Frage aber in dem Kontext auch nochmal zu den Risiken von Bitcoin. Letztes Mal haben wir ja darüber geredet, dass eine große Gefahr darin besteht, dass irgendwann die Notenbanken oder Staaten sagen, wir regulieren das oder wir verbieten das ganz. Und jetzt ist ja nochmal ein anderes Risiko in die Diskussion gekommen. Und zwar anlässlich des Börsengangs von Coinbase, einer Handelsplattform, ich glaube an der New Yorker Börse. Und die müssen ja dann eben offenlegen, was sind Risiken, was sind Chancen. Und ganz interessant haben die gesagt, eine der Risiken ist, dass die Legende der Gründer oder Entwickler von Bitcoin entdeckt werden könnte oder offengelegt werden könnte, dass das erhebliche Auswirkungen haben könnte. Im Moment ist es ja noch die Legende, die unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, besser hätte es ja keine Werbeagentur erfinden können,
kolportiert wird. Wie schätzt du denn das ein, wenn da plötzlich herauskommt, es war Fritz Kabufke und Heinz Schmitz aus Paderborn, die Bitcoin geschrieben haben? Das sehe ich als gar nicht so kritisch an. Ich glaube, sie mussten einfach Argumente bringen, was denn die gefährlichsten Themen sind. Es gibt wiederum andere, die sagen, die größte Gefahr ist die 51%-Attacke oder es sind Quantencomputer. Also, dass jetzt herauskommt, wer wirklich hinter. Bitte? Was ist die 51%-Attacke? Und die 51%-Attacke bedeutet, dass es ist also ein sogenanntes Konsensusverfahren. Also wir haben eine Vielzahl von Minern, sagen wir jetzt mal, es sind 10 Millionen Teilnehmer im Netzwerk, die bestätigen, die haben alle eine Kopie, eine redundante Kopie der Bitcoin-Blockchain auf ihren Rechnern. Das sind die Mining-Rechner, die da laufen. Und wenn du jetzt in der Lage bist, 51% dieser Rechner zu kapern, dann bist du in der Lage, sozusagen vorzugeben, was denn da geschrieben wird. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil die auf der ganzen Welt verteilt sind und es sind so viele Rechner und die Daten sind ja auch verschlüsselt. Also es ist meiner Meinung nach höchst unwahrscheinlich. Könnte vielleicht mit einem Quantencomputer irgendwann geschehen, aber Quantencomputer müssen auch stark gekühlt werden. Die Rechenleistung ist sehr teuer. Es macht also auch aktuell gar keinen Sinn, dass diese beiden Angriffsformate irgendwann wirklich Realität werden könnten. Wer jetzt dahinter steht, hinter Satoshi Nakamoto, hinter dem Team, der Entwicklung des Bitcoin-Proposals, ob das irgendwann rauskommt. Ich glaube nicht mehr, dass es rauskommt, weil es haben schon viele versucht herauszufinden, wer dahinter steht. Halte ich für nicht wirklich kritisch. Nee. Ja, jetzt will ich mit dir auch gerne nochmal über ja, das Ökosystem, was sich ja insgesamt um Blockchain und Coins und so weiter und digitale Währungen gebildet hat. Also Bitcoin wird ja immer so als die Mutter der Kryptowährung bezeichnet. Aber ja, de facto gibt es ja, ja fast unzählig viele verschiedene digitale Coins und Währungen mit unterschiedlichen Funktionalitäten. Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Wie viele Coins sind denn da auf dem Markt und was machen die eigentlich alle? Sind das da quasi Privatwährungen, die da entwickelt werden oder wie schaut das aus? Genau, also es ist oft entstehen diese Coins auf Grundlage von Ethereum. Ethereum bietet eine Plattform, dass jeder seinen eigenen Coin entwickeln kann. Was ist das Ethereum? Das haben wir gesehen. Ethereum, bitte? Was ist Ethereum? Ethereum ist die zweitstärkste Kryptowährung und die bietet nicht nur die Möglichkeit, Gelder zu transferieren, sondern auch einen sich selbst erfüllenden Vertrag zu kreieren, einen sogenannten Smart Contract. Und das ist ja eigentlich das nächste Level der digitalen Währung, nämlich digitale Finanzprodukte zu entwickeln. Geld oder Aktien oder Genussscheine sind ja nichts anderes als ein Vertrag. Also Geld nehme ich jetzt mal heraus, ich sage jetzt mal eine Aktie oder ein Optionsschein mit einem Knockout oder ein Hebelprodukt. Und das können wir in einem Smart Contract abbilden, in einer Kryptowährung, die jetzt zum Beispiel Ethereum ist. Deswegen ist Ethereum auch so erfolgreich. Und du weißt, es gab 2017 die große ICO-Welle, Initial Coin Offering-Welle. Da hat also jede Frittenbude oder jeder, der eine lustige Idee hatte, gesagt, hör mal, ich entwickle hier einen Coin auf Basis von Ethereum. Und diesen Coin gebe ich jetzt aus. Das ist das Initial Coin Offering. Und jeder, der diesen Coin erwirbt, mit dem gehe ich den Vertrag ein, dass wenn ich jetzt meine Geschäftsidee umgesetzt habe, nämlich die Mega-Frittenbude mit der Super-Soße entwickelt habe, dann bekommt derjenige dann den Frittenbuden-Coin, sage ich jetzt mal so profan. Oder es gab natürlich auch noch viele andere Ideen, die wirklich interessant waren, aber letztendlich hat sich herausgestellt, ungefähr 99% dieser ICOs waren nicht erfolgreich und waren nachher auch zum Teil Betrug, also Scam. Jetzt haben wir so viele Coins, Tausende mittlerweile, dass es gar nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, da einen Überblick zu haben. Ich schaue mir die Top 50 an oder die Top 100, versuche herauszufinden, welcher denn eine interessante Technologie, welches Team ist auch wirklich fachlich versiert. Und auf der Grundlage gehe ich dann etwas tiefer und investiere dann auch in diese Coins. Am liebsten, wenn die so bei 100 stehen und hoffe dann, dass ich einen Coin finde, der unter die Top 50 oder Top 20 kommen kann. Mhm. Deswegen, aber das ist jetzt natürlich Spekulation. Hier geht es jetzt nicht mehr um Research oder um Investitionen. Hier geht es wirklich schon um Spekulation. Mhm. Das kann ich eigentlich gar nicht mehr so empfehlen. Aber ich wollte nur mal sagen, was ich denn so mache. Ja, danke. Das war ja auch genau unsere Frage. Ne? Was sind denn so für neue Entwicklungen da im Markt, die sagen wir mal, auch in der Fachszene mit
Bedeutung zugemessen werden? Das sind zwei Begrifflichkeiten, die jetzt gerade heiß durch die Lande tönen. Das ist DeFi, Decentralized Finance. Das sind also dezentrale Finanzprodukte. Da gibt es einige Plattformanbieter, die Plattformen anbieten für Ethereum oder andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel AVAX. Könnten wir später noch tiefer hineingehen. Aber auch das zweite für sogenannte NFTs, Non-Fungible Token. Das sind, es gibt die Möglichkeit, ein digitales Asset in eine nicht fälschbare digitale Einheit zu verpacken und die handelbar zu machen. Aber nicht nur im Ganzen, sondern auch einzelne Teile davon. Das heißt zum Beispiel, ich digitalisiere ein Kunstwerk, so wie es Banksy gemacht hat. Er hat zum Beispiel alles seiner Kunstwerke digitalisiert, also gescannt, ist dann verbrannt und die digitale Einheit handelbar gemacht. Und nicht nur so, dass man das gesamte Kunstwerk erwerben muss, sondern du kannst einen Teil des Kunstwerks erwerben. In Form einer digitalen Einheit, eines NFTs. Du kannst diese NFTs sammeln, das sind sogenannte Collectibles, die du vielleicht dann auf deiner Plattform, vielleicht irgendwann mal auf Instagram oder Facebook zeigen kannst. Seht her, ich habe Anteile an den digitalen Kunstwerken. Es geht so weit, dass es nicht nur ein digitales Bild ist, sondern eine digitale Videosequenz. Zum Beispiel Tiger Woods hat 1900 oder 2009 einen Hole-in-One geschossen. Das war eine Sequenz, eine Videosequenz in 5 Sekunden auf den Masters. Und die United States Golf Association geht jetzt hin und nimmt dann diesen Videoausschnitt, digitalisiert ihn, beziehungsweise er ist ja schon digitalisiert und macht ihn handelbar. Den kannst du jetzt erwerben. Es gibt einige, die haben jetzt irgendwelche Dunkings von Air Jordan oder Hole-in-Ones von Tiger Woods erworben oder erwerben jetzt schon die Rechte an den digitalen Assets von den Olympischen Spielen 2024. Da gibt es also eine ganz wilde Goldgräberstimmung. Ja, werden da auch schon ordentliche Preise aufgerufen, wenn jetzt so Bilder versteigert oder verkauft werden? Das ist das schon ein Markt? Ja, das geht in den Millionenbereich für eine digitale Bildeinheit. Und das im großen Stile, also der Reihe nach durch. Da gibt es die. Das fing an mit den sogenannten Crypto-Kitties vor 4 Jahren auf Ethereum-Basis. Das waren kleine pixelartige Katzen, die man, wie wir mit einer anderen kleinen pixelartigen Katze klonen konnte. Da kam eine bunt gestreifte digitale Katze heraus und die war dann bis zu 250.000 US-Dollar wert. Immer noch? Müsste ich mal nachgucken. Kann gut sein, ja, teilweise schon. Gut, also das tut sich viel Spannendes und könnte ja vielleicht auch sein, du sagst ja gerade Goldgräberstimmung, das ist jetzt vielleicht auch gerade so die ersten digitalisierten Kunstwerke dann vielleicht nochmal eine besondere Rarität sind. Denn das scheint ja etwas zu sein, was jetzt mehr und mehr gemacht wird. Ja, also du musst dir vorstellen, die Auktionshäuser Christie's und Sotheby's, die investieren und die haben, ich glaube, Christie's hat neulich schon ein Bild für mehrere Millionen, ein digitales Bild für mehrere Millionen versteigert. Also Michael, es war mal wieder super spannend mit dir in diesen ganz neuen Sphären oder für viele eben wirklich neue Sphären der digitalen Assets einzusteigen. Und jetzt kannst du mir sagen, bei welchem Bitcoin-Kurs wir dann das dritte Mal miteinander reden. Ich würde sagen, da machen wir es rund 100.000 Dollar. Ja, gerne. Also du weißt schon, in wenigen Wochen. Also, heute haben wir den 14. März. Wir werden dich da mal beim Worte nehmen und schauen mal, wann wir das nächste Interview führen. Gerne, ja, ich stehe bereit. Ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, salut, bis dann. Salut, tschüss.